Ah, ich bin Daniel von Tablet.de und in diesem Interview mit Max von maxwireless.de wollen wir klären, wofür das LTE-Band 20 gut ist und welche Auswirkungen es hat, wenn ein Smartphone dieses LTE-Band nicht hat. So, neben mir steht der Max. Der Max hat relativ lange Erfahrung mit Netzwerktechnik, über 10 Jahre, glaube ich schon. Und das Ganze verbloggt er auf maxwireless.de. Den Blog gibt es schon wie lange? Den Blog gibt es jetzt seit Anfang 2010. Also schon 7 Jahre. Genau. Wow. Herzlichen Glückwunsch. Und worüber schreibst du da? Ich schreibe hauptsächlich über Mobilfunknetztechnik, aber auch Tarife und ab und zu teste ich mal Handys. Aber die Hauptsache ist wirklich Mobilfunknetztechnik, LTE, früher war es UMTS natürlich und jetzt mittlerweile auch ein bisschen 5G. Wunderbar, damit ist er genau der richtige Ansprechpartner für unser Thema LTE-Band 20. Und zwar tritt diese Frage relativ häufig auf bei chinesischen Smartphones, die das LTE-Band 20 halt häufig nicht haben. In der Regel sind das Lizenzgründe. Und die Frage ist natürlich für uns in Deutschland, welche Auswirkungen das hat. Aber bevor wir das klären, möchte ich ganz gerne eine Frage an dich stellen. Und zwar, welche LTE-Bänder gibt es überhaupt in Deutschland? Welche werden benutzt und vor allem wofür? Also derzeit wird LTE Band 20, das sind 800 MHz, in ganz Deutschland verwendet von allen drei Netzbetreibern. Außerdem wird in den Städten sehr viel LTE auf 1800 MHz, das ist Band 3, benutzt. Und wir haben in den Städten zur Verdichtung LTE Band 7, das sind 2600 MHz. Okay, und also du hast schon angemerkt, LTE Band 20, 800 MHz, wird weniger in den Städten eingesetzt oder doch schon immer mehr? Also der Plan war am Anfang, und das war auch die Auflage der Bundesnetzagentur, mit Band 20 soll erstmal die weißen Flecken versorgt werden, also die ganzen Bereiche auf dem Land, die keine DSL-Versorgung haben. Das war eben der Hauptgrund für Band 20. Nach und nach, in den letzten Jahren, war es aber auch so, dass Band 20 immer weiter in die Städte, also vom Land in die Stadt gekommen ist, und mittlerweile ist es so, dass wir eigentlich eine deutschlandweite Abdeckung bei allen drei Netzbetreibern haben, auch in den Städten mit Band 20. Okay, das heißt, das, was häufig in Foren oder in irgendwelchen Kommentarzeilen geschrieben wird, LTE Band 20 wird nur auf dem Land benutzt, das stimmt gar nicht mehr. Nein, das stimmt jetzt halt nicht mehr. Also es ist wirklich seit ein, zwei Jahren, seit Anfang 2014 fängt das an. Die hatten also die Auflagen erfüllt, die sie erfüllen mussten. Und jetzt dürfen die Netzbetreiber das Band 20 auch in den Städten einsetzen. Und das hat für sie den großen Vorteil, das Band 20 kommt tiefer in Gebäude rein. Also wir haben hier mit den tieferen Frequenzbändern den großen Vorteil, wir kommen zum Beispiel in große Gebäude oder in Parkhäuser und so weiter, kommen wir viel besser rein als Netzbetreiber und müssen nicht so viele Sendestationen aufstellen, wie wir es zum Beispiel mit einem 1800 MHz Sender machen müssten. Das heißt, für die Netzbetreiber ist das günstiger und ich als Kunde merke das zum Beispiel, dass ich einfach Empfang habe, wo ich vorher kein LTE-Empfang habe mit Band 20, auch in den Städten. Okay, dann das Thema Carrier Aggregation. Dort werden ja unterschiedliche Frequenzbänder zusammen gebündelt. Dort wird auch Band 20 benutzt? Genau, also Carrier Aggregation ist eine Bündelung von allen möglichen Frequenzbändern auf dem LTE-Bereich, die wir haben. Also im Idealfall derzeit in Deutschland Band 3, 7 und 20. Die werden gebündelt und dadurch steigt die Geschwindigkeit und auch die Kapazität im Netz ist dadurch natürlich ein bisschen besser für den einzelnen Kunden. Band 20 wird für Carrier Aggregation benutzt von allen drei Netzbetreibern, meistens Band 20 plus Band 3, oder die neueren Geräte ab LTE Kategorie 9 können eben diese drei Bänder bündeln, dann haben wir alle drei Bänder auch wirklich gebündelt im Smartphone, ja. Und das machen dann auch wirklich alle Netzbetreiber in Deutschland? Also Telekom und Vodafone machen es wirklich sehr viel derzeit schon mit Carrier Aggregation. O2 ist im Aufbau, also da wird jetzt in 2017 sehr viel kommen auch von O2. Und auch da lohnt es sich auf jeden Fall, wenn man Band 20 dabei hat, weil da profitiert man als Kunde. Okay, das heißt letztendlich LTE Band 20 ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Band in Deutschland, vor allem auf dem Land, kann man das so sagen, aber auch jetzt in den Städten. Ja, also LTE Band 20 sollte man auf jeden Fall im Handy haben. Ich würde es nicht empfehlen, ein Gerät zu kaufen und auf Band 20 zu verzichten. Damit macht man sich einfach keinen Gefallen. Man sollte da auf jeden Fall den Aufpreis investieren in ein Gerät, was für den europäischen Markt oder für den deutschen Markt gedacht ist und da auch funktioniert. Auch in den Städten profitiert man eben mindestens in Gebäuden dann mal von einer sehr guten Versorgung, die man sonst nicht hätte. Alles klar. Das war doch mal eine sehr klare Aussage, wofür das Band 20 benutzt wird, von welchen Netzbetreibern hier in Deutschland und dass es sich auf jeden Fall lohnt, ein Smartphone mit LTE Band 20 zu holen. Vielen Dank, Max. Schaut auf jeden Fall auf seinem Blog vorbei, maxwireless.de. Ich kenne Max schon sehr, sehr lange und die Artikel, die er da schreibt, die sind wirklich top und halt auch sehr gut recherchiert. Danke, dass du hier warst. Ja, gerne. Vielen Dank auch.